Flüssiger mit altem Schorf überwachsener Rinder, mit ihren gewaltigen Ungefüge und unsymmetrisch ausgestreckten knorrigen Armen und Fingern stand sie, eine alte, zornige und hochmütige Missgeburt zwischen all den lächelnden Birken. Nur sie allein wollte sich nicht dem Zauber des Frühlings unterwerfen, wollte weder den Frühling noch die Sonne sehen. Sebastian Hartmann, ja, Intendant, ja, aus dem Lateinischen animum intendere, ja, auf etwas aufpassen. Auf Französisch intendant, das ist der Aufseher, der Verwalter, eine Art moderner missi regis, ein Sendgraf als direkter Stellvertreter des Königs, auch ein Begriff aus dem Militärwesen, die Intendantur als Versorgungseinrichtung für Waffen, für Munition, für Ausrüstung. Am Theater dann später der Fundus, also der Kostümverwalter, und löste dann als Begriff im 19. Jahrhundert die alten Prinzipale ab. Was würden Sie sagen, unterscheidet Ihren heutigen Posten vom klassischen Theaterprinzipal des 18. 19. Jahrhunderts? Ja. Wenn ich direkt darauf antworte, dann würde ich denken, eigentlich gar nichts. Also, gar nichts? Nein, es handelt sich um die gleiche feudale Grundstruktur. Ja. Das Furchtbare am Theater ist, dass es ein komplett undemokratischer Vorgang ist. Ja. Also es gibt dieses Tier, diesen Führer. Ja. Er will auch verwaltet werden, also so wie er sich selber auch zur Verfügung stellt, wird er auch durch den Spieler, durch das Ensemble, durch den Pförtner mitverwaltet und er muss dieses, ich denke, dass das eine falsche Vorstellung ist, also dass sich das irgendwie vielleicht gewandelt hätte. Auch wenn ich zugebe, dass mir das persönlich vielleicht nicht gefällt und ich alles andere sein möchte als ein Provinzfürst oder aber letztlich bin ich es. Ja. Ich bin derjenige, der die Verträge unterschreibt, der Wetterscheide ist zwischen Verlängerung und Nichtverlängerung. Aber letztlich doch nur Verwalter eines großen, wie Sie gerade beschrieben haben, undemokratischen Tieres. Das ist ja die andere Frage. Das ist die andere Frage. Also das ist ja was grundsätzlich also uns gegenseitig ja auch ausmacht. Also in dem Miteinander. Ja. Also dass wir in unserer komplex angesammelten kollektiven Konfliktunlust uns dann eher projizieren. Wir brauchen sie für unsere Konfliktvermeidung, für unseren Versuch, in einer Welt stattzufinden, von der wir ja gar nicht wissen, warum sie sich in Gut und Böse teilt. Ja. Leipzig, ja, die Heldenstadt, Hieropolis, die Stadt von Gottsched und von der Caroline Neuberin, die Wiege des Repertoire-Theaters, aus der sich dann später ja auch das Ensemble-Theater entwickelt. In ihren Spielplänen der vergangenen Jahre finden sich zunehmend dann auch wieder Theaterkompanien. Sehen Sie da eine Entwicklung weg von den großen Musentempeln, zurück zu den traditionellen fahrenden Schauspielgruppen? Vielleicht, ja. Also was wir tatsächlich geschafft haben in den letzten 20 Jahren, also in Deutschland eigentlich flächendeckend Künstlertheater abzuschaffen. Ja. Der NV Solo gebiert den fahrenden Schauspieler. Ja. Er weiß, im Kleingedruckten wird seine Zeit durch Intendanzen verwaltet, durch eben dieses Tier. Ja. Er selber in seiner eigenen Psychologie und spricht dann auch im Ensemble, also eine kollektive Psychologie, darf sich nur begrenzt entwickeln. Ja.
Das heißt, dein Tod ist permanent vorprogrammiert und daraus ergibt sich auch so etwas Zigeunerhaftes. Ich möchte das nicht bewerten, das klingt jetzt so, ne? Also als ob das schlecht ist, aber das ist gar nicht meine Art, mich so zu begreifen, dass in dem scheinbar Schlechten nicht auch ein Kern für was ganz anderes wirkt. Wird die Entwicklung stärker, die Entwicklung der fahrenden Truppen? Ist das etwas, was Sie jemandem... Wenn man nicht jetzt mal rein aus dieser romantischen Betrachtung herauszieht, dann natürlich. In dem Augenblick, wo du immer mehr die Subventionen für die Theater kürzt, wird ja immer mehr über Zusammenlegungen gesprochen. Das heißt, der Schauspieler reist dann zwischen Rostock und Schwerin hin und her. So was wie Landesbühnen sind für den Politiker an sich, der auch gar nicht versteht, warum man Kultur subventionieren muss. Natürlich ein Paradebeispiel für Effektivität. Und für die ist das natürlich hochattraktiv. Ne? Also der reisende Schauspieler, der unmündige Schauspieler. Deswegen bezahlt der Politiker natürlich sehr gern dieses Tier. Ne? Ja. Also bezahlt es auch gut. Also die Debatte um Gehälter von Intendanten ist eine erstaunliche. Ne? Ja, ja. Ja, schauen Sie da mit interessierten Blicken nach Frankfurt beispielsweise, wo so etwas sehr öffentlich gemacht wird? Ja, das interessiert mich. Ich habe nur gedacht, mein Gott, warum verdient er so wenig? Also ich habe ja hier pro Jahr 500.000 gekriegt. Ja, ja. Und mir ging es eigentlich ganz gut damit. Ja. Ja, also warum mein Kollege, der ein wesentlich größeres Theater dort in Frankfurt leitet, nur 280.000 kriegt, das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht richtig begriffen. Vielleicht dann doch die alte Frankfurter sozialistische Prägung, die kann bei sein, kann sein, kommt. Ja, kann sein. Ja. In Zeiten der fahrenden Gaukler, von denen wir ja gerade auch ein bisschen sprachen, kam ein Theaterbesuch ja dem Besuch eines Freudenhauses gleich. Manchmal existierten diese Einrichtungen auch sogar in Personalunion. Man kann darüber diskutieren, ob es heute wieder in ähnliche Richtungen geht. Hm. Daher haftete ja solchen Häusern immer ein gewisser negativer Geruch an. Schauspieler waren unsittlich, stellten kein Produkt her, reproduzieren nur. Sie hatten keinen Leumund, da sie sich verstellten und damit keine Entitäten waren. Hm. Spürt man eine solche Einstellung gegenüber Theatermachern heute immer noch? Ja. 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 Würden Sie sagen, dass sich da relativ wenig verändert hat in der Wahrnehmung? Ja, grundsätzlich. Also es war ja Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Also so viel. Ja. Also das Smartphone verhindert ja nicht die Erektion. Ne? Ja. Also, ja. Im Gegenteil. Ja. 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 Aber ich finde das erstaunlich, also dass also die Schauspielerin auch gleichzeitig die Hure ist, ja. Und der Schauspieler, der Dandy, ja, der Vorstadtbö, warum und wie das so entstanden ist, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es nur eine begrenzte, wirklich sinnliche, ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Theater an sich gibt, ja. Also, Bei uns ist es jetzt die Unterhaltung, die im Vordergrund steht, Effektivität, da sprachen wir gerade drüber. Und natürlich auch der Effekt, der Steuereffekt, ne? Also sprich, wie wird Kunst gegengerechnet? Also wie viel Zuschauerauslastung habe ich ob Subvention? Was ist Kunst wert? Die große Frage, die Theater immer schwierig zu beantworten. Kunst wird ja letztlich immer in Sippenhaft der Kultur genommen. Ne? Also, also sprich, die jeweilige Gesellschaftsform glaubt, etwas von Kunst zu verstehen, versteht allerdings nicht die äußerst hochkomplexe Wechselbeziehung zwischen Künstler und Gesellschaft, der von sich natürlich weiß, dass er mit jedem seinem Handeln Gesellschaft geriert. Hervorbringt, generiert und trotzdem für sich den Anspruch hat, ein Stück in der Loge zu sein. Ja? Also ich sitze in der Loge und unter mir im Parkett spielt die Weltenbühne. Ich beobachte sie als Künstler und möchte sie wiedergeben. Ja? Ich möchte sie nicht spiegeln, weil das ein teuflisches Wort ist. Ja? Aber ich möchte sie natürlich
so verwalten, dass es über meiner Abstraktion ein anderes Bild von mir und von dir gibt. Ja. Ja? Und dann, dann würde Kunst Sinn machen. Wenn Kultur allerdings und Gesellschaft Kunst als tatsächlich seine eigene Selbstwahrnehmung, sprich Götzenbildung verwaltet und so wie wir es jetzt hier im entfesselten Kapitalismus erleben, also eigentlich nur den Vorgang der permanenten Implosion darstellt, ja, dann frage ich mich tatsächlich auch, was das ist und was das soll. Ist das der Moment, wo die Gespräche, die Diskussionen, die Publikumsgespräche, die Interviews versanden, wenn man feststellt, dass ein Begriff wie Kultur mit einem Begriff wie Kunst gleichgesetzt wird, irrtümlicherweise? Ja, ja. Ist das der Moment, wo auch die Sprache dann nicht mehr funktioniert, wo man kein gemeinsames Kommunikationsinstrument mehr besitzt? Verstehe, was Sie, naja, aber ich meine, was können die Begriffe dafür, wenn sie falsch eingesetzt werden, ja, oder falsch verstanden sind? Aber in dem Kontext sollten wir ja sowieso darüber nachdenken, was Sprache ist und was Begriffsbildung ist, aber das ist ja, das würde uns wahrscheinlich auch im Moment viel zu weit führen. Ja. Ja, tempora mutantur et nos mutamur in illis. Also, die Zeiten ändern sich und wir verändern uns mit ihnen. Die Commedia dell'arte, die Erudita, die humanistische Gelehrtenkomödie, Meyerhold, Grotowski, Stanislavski, Strasberg, Brecht, Schauspielertheater, Autorentheater, Regietheater. Verortet man sich als Mann des Theaters selbst zwischen derlei Traditionslinien oder abstrahiert man sich? Nein, man möchte sich, also wenn ich für mich antworte, man möchte sich da gerne einordnen, ja, und eher gar nicht abstrahieren. Aber ich finde ja, dass der, wir ja in unserer Diskussion um Kunst im Allgemeinen und im Theater im Speziellen eher in Formdebatten und Personendebatten bewegen. Ja? Also Regietheater ist ja sowieso an sich etwas, was ich für mich als Künstler gar nicht begreifen kann. Was ist das? Ja. Ja? Also auch wieder sozusagen die Delegation des Intendanten in den Regiesessel hinein und der vermeintliche Regisseur, der da wie so ein kleiner Herrscher seine Vorgänge auf die armen reisenden Schauspieler überträgt. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass sowas wie ein sehr geschätzter Kollege Martaler macht, nicht einfach ein Stil ist, sondern eben nur ein Martaler sein darf oder was ein anderer Regisseur macht und ein anderer und kaum arbeitest du mit einem ähnlichen Mittel, machst du den nach, anstatt du in dem, in dem Stil im besten Sinne wilderst oder also in der Musik gibt es das ja nicht. Also wenn wir da den Cover nicht hätten, wenn wir nicht bestimmte Songs immer wieder nachsingen würden, würden wir wahrscheinlich sogar die Modifikationsfreude der Musik verlieren. Ja. Und Diebstahl ist es überlebenswichtig für viele Kunstformen. Am Theater leider nicht. Ja, also wir sind dazu verpflichtet, die immer wieder gleichen fossilen Stoffe aufzuführen. Und vielleicht sind sie einmal in der Badehose besser und einmal mit der Videokamera besser aufgeführt oder einmal mit einem Bürgerchor. Und das sind dann aber jeweils immer Phänomene von einzelnen Produzenten und niemals ein Stil. Ja, also in der Musik gibt's halt den Jazz und den Rock und den Punk und den Schlager. Ja, gibt's im Theater leider nicht. Gibt's Kindertheater und vermeintliches Erwachsenentheater. Ja, auch da ist dieses geistige, dieses kreative, dieses individuelle Moment des Regisseurs etwas, was Sie ja gerade sehr kritisch reflektiert haben, etwas, was Sie als etwas Festes bezeichnen würden oder als etwas eher Schwebendes, schwer zu greifendes?
Sie sprachen gerade von bestimmten Inszenierungsstilen, die man auch dann nicht imitieren darf. Eine seltsame Form des geistigen. Nicht imitieren, Eindrucks. Covern, damit spielen. Ja, also wenn ich einen Ball sehe, will ich mit dem Ball spielen. Ja. Ja, ja, ob nur mit der Hand oder mit dem Fuß oder mit dem Kopf, aber ich möchte damit spielen. Ja. Genauso, wenn ich ins Theater gehe und eine tolle Aufführung sehe, warum kann ich nicht sagen, das machen wir genau so. Ja. Inspiration. Ja, würden wir nie auf der Probe machen. Ja, würden wir nie machen. Ja, also da ist der Diebstahl unglaublich gefährlich. Da ist das Feuilleton auch wahnsinnig sensibilisiert. Also sobald da irgendetwas ist, dann ist man entweder Epigone oder hat schlichtweg nachgemacht. Ja, 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 ja. Wo ich mich frage, wie kann ich überhaupt, ich kann ja Ihren Tonfall, Herr Kluge, gar nicht nachmachen. Kein bewusster Vorgang meinerseits. Hm. Es ist ja nun so, dass die regionale Struktur des Stadttheaters durchaus aber auch eine gewisse Form des Diebstahls erlaubt, ja, wenn nicht sogar begünstigt. Man hört von Inszenierungen, die in gewissen Städten uraufgeführt wurden und die man natürlich in einem anderen Teil der Republik quasi genauso auf die Bühne bringen kann, ohne dass jemand den Diebstahl wirklich bemerkt. Ist Ihnen das in Ihrer Karriere vorgekommen? Haben Sie das schon öfter erlebt? Dass mich jemand bestohlen hat? Zum Beispiel? Oder dass ich jemanden bestohlen habe? Natürlich. Gerne die Frage in beide Richtungen. Ich würde es anders ausdrücken. Ich habe vor Jahren diesen wunderbaren Film von Bertolucci 1900 wieder gesehen. Ja. Und da gibt es ja diese Eingangsszene, wo die beiden kleinen Jungs miteinander spielen und der eine Junge plötzlich seine Hosen runterzieht und seinen Pimmel in so ein Mauseloch steckt und der andere sagt, was machst du denn da? Und er sagt, na, ich mach's mit der Erde. Ja, und das hatte ich mit 16, glaube ich, gesehen. Ja. Und ich erinnere mich, dass ich im Zuge einer Inszenierung, ich war ja früher selber Schauspieler, ein Improvisationsangebot machte, was genau so war. Ja, also ich spielte den Robespierre, auf der Bühne war ein großes Aschefeld und ich trieb es mit diesem Aschefeld und kam mir dabei eigentlich völlig selbstverständlich vor und hatte auch die Vermutung, dass es nicht musterhaftes Handeln ist, sondern dass es gerade mit mir in dem Augenblick passiert. Ja. Als ich dann allerdings... ich glaube, es hat noch mal 10 Jahre gedauert, bis ich den Film mir wieder angeguckt habe. Ist jetzt mittlerweile auch wieder 6 Jahre her. Aber als ich ihn dann sah, war ich nicht schockiert, aber ich war irritiert. Ja? Also, aber nicht irritiert im schlechten Sinne, sondern was man so glaubt, was man selber macht und... was man gar nicht selber macht. Was sich festsetzt. Ne? Was sich festsetzt. Ja, naja, also ich weiß nicht, was Sie für eine Beziehung zu Ihrem Vater haben oder zu Ihrer Mutter, ja. Aber wir wissen doch selber, dass wir in bestimmten Situationen reagieren, wie wir es gar nicht wollen. Und, und man reagiert wie seine eigene Mutter oder seinen eigenen Vater. Im positiven Sinne reagiert man positiv so. Meistens fällt es einem eher auf, wenn man negativ reagiert und etwas, was man selber vielleicht an seinem Erzeuger gar nicht mag, dann tut. Ja. Ja, und das nennt man ja Muster, ne? Übernommene Muster. In diesem Falle ist das immer noch überschaubar, solange ich das identifizieren kann an meiner Vaterfigur. Ja. Komplizierter wird es natürlich in der Variation, wenn ich weiß, dass ich 5, 6 Glieder zurückrechne und die Breite der Musteranlage überhaupt gar nicht mehr überschauen kann. Ja? Ist dieses sinngemäßes Zitat von Stanislav Lem. Fortschritt ist ja auch ein sehr getriebenes Wort. Ja, ja. Hegel sagt, der Schauspieler soll gleichsam das Instrument sein, auf welchem der Autor spielt. Ein Schwamm, der alle Farben aufnimmt und
unverändert wiedergibt. Also der Schauspieler als Werkzeug. Hm, ja, ja. Sie haben ja nun in Ihrem Oeuvre, in Ihren eigenen Stücken eine ganz selbstständige, eine, will sagen, neue Ästhetik entwickelt, die dieser Hegelschen Auffassung nun nicht mehr ganz entspricht und die das Feuilleton mit dem Begriff Leipziger Handschrift bezeichnete. Was verbirgt sich denn für Sie hinter dieser Begrifflichkeit? Naja, erstmal muss ich sagen, dass ich das von Hegel überhaupt nicht verstehe. Also da mag ich Hegel eher, wenn er sagt, die Eule sieht in der Dämmerung gut. Ja? Ja. Also, die fällt mir dann mehr. Das ist schon eine. Ich finde das eine tragische Vorstellung. Also dass der Schauspieler angeblich ein Schwamm ist oder ein Muskel ist, auf dem der Autor zittert. Ja. Ich für mich finde, dass das eine sehr besondere Form der Kunst ist, ja, zu spielen. Ja. Zu spielen bedeutet aber nicht, ein Think Tank zu sein und Worte wiederzugeben und an der richtigen Stelle zu weinen oder das Glas Wasser zu trinken, sondern das ist durchaus ein Stil. Ja? Also, wir sprachen vorhin von Stilen. Ich denke, dass das, was wir probiert haben, zu untersuchen, ob es möglich ist, bei der Kreation anwesend zu sein. Ja. Also das heißt, wir kennen das von den Vorgängen der Probe, dass das auf der Probe, wenn der Moment entsteht, wo etwas entsteht, ein unverwechselbarer ist. Ja. Durchaus mit einem Geschlechtsakt oder mit einem Tod oder einer Geburt zu vergleichen. Ja? Auch wenn sich da Dimensionen verschieben. Ja. Aber das ist dann wieder eine andere Diskussion. Ja. Wertigkeit, Dimensionen und Stärke und Tod und Geburt. Wollte ich hier, dass die Spieler vor dem Zuschauer, in Verbindung mit dem Zuschauer, in einen Schöpfungsakt eintreten. Was heißt, ich schaue quasi dem Autoren über die Schulter beim Schreiben. Ja. 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 Ich kann vielleicht sogar nachempfinden, wie er jetzt dazu kommt, weil ich mich vorher mit ihm unterhalten habe oder weil ich weiß, der Tag war heute so oder die und die Nachrichten haben uns gerade erschüttert. Ja. Oder dem Musiker beim Komponieren, ja, oder dem Maler beim Malen, ja, und nicht beim Skizze abmalen oder beim Wiedervertonen oder Einrahmen. Genau. Und das war so der Anspruch, ja, also den Künstler, Schauspieler tatsächlich auch in diese Position zu heben, die der bildende Künstler für sich innehat und der Musiker und der Autor viel mehr. Ja. Ja. Mittlerweile tatsächlich auch zu meiner Überraschung, dieser eigentlich jüngste Beruf am Theater, der Regisseur, dass der also einen höheren Stellenwert genießt, scheinbar. Ja. Als der Akteur, was nicht so richtig in meinen Kopf hinein möchte.